Schön, dass ihr wieder da seid, hier bei Alien Isolation und... Ja... Wo müssen wir hin? War ja schon wieder mal ein kleines bisschen stressig. Keep out. Auf jeden Fall ist da eine Tür offen. Soweit alles. Okay, verbal shots. So, probieren wir nochmal hier reinzukommen. Ionschneider. Also ich kann euch nur empfehlen, spielt dieses Spiel über Headset oder über eine sehr gute Surround-Anlage. Boah, das ist ein ganz anderes Feeling, als wenn man es nur über einen Fernseher spielt. Oder nur über ganz normale Stereo-Boxen. Boah. Hier liegt aber auch nichts rum. This life for Kent. Vielleicht. Aber zurück müssen? Mal ein bisschen laufen hier. Ich weiß, das ist keine so gute Idee. Vor allem, ich höre immer Geräusche, sobald ich anfange zu laufen. Ich weiß nicht, ob es die Schuhe sind. Die man sowieso hört als Schritt, aber... Achso, sie ist nur außer Atem. Ich dachte schon. Nee, da geht nichts. Schwer, schwer, schwer. Hier war ja auch nichts mehr drin, oder? Ja, wir hatten den Computer, die Audiodatei haben wir abgespielt. Ah! Na toll, ein Lüftungsschacht. Mein Freund der Lüftungsschacht. Ach du Scheiße. Sag mir, dass das ein Generator ist, der da rumwummert, Alter. Ich merke schon wieder, es geht los, Alter. So, kein Bock hin. Ich sehe es kommen, Alter. Ich sehe es schon kommen, dass irgendwas gleich passiert und ich kriege einen Herzinfarkt. Ja, was war hier jedenfalls? Können wir selber das auch bewegen? Hey, wir können selber die Lampen bewegen. Ist ja geil. Das ist echt toll. Ich wünschte, Alien Colony Marines wäre so gewesen, von der Atmosphäre her. Ich will es nicht öffnen. Ich will es nicht öffnen. Aber ich muss, sonst schaffe ich das Spiel nicht. Wir haben auch gar nicht das Geräusch gehört.
oben ist was offen. Die Schuhe quietschen. Hier fällt alles auseinander. Schade, dass das alles so ausgeleuchtet ist. Ich würde viel lieber im Schatten langlaufen. Aber obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob das überhaupt was bringt. Stehe ich da nochmal? So. Komplizierte andere Steuerung. Also was heißt kompliziert, aber auf jeden Fall anders. Okay, müssen wir doch hier durch, so wie es ausschaut. Wie kriegen wir den weg hier? Oh, guck mal an. Schrott. Hat sich das Ding gerade bewegt, weil wir da drauf waren? Was ist hier nur passiert, Alter? Selbst. Das ganze Scheißding fällt auseinander. Ah, guck an, und wir husten nicht einfach so. Wir husten, wenn wir durch Staub gehen. Das ist gut zu wissen. Was war das? War das ein Mensch? Da ist doch gerade einer gelaufen, ich hab's doch genau gehört. Alter. Erstmal einen Überblick verschaffen hier. Auf Japanisch, Kanji, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, heißt 42 ausgesprochen auch zum Tode. Könnte das ein Easter Egg sein? Könnte es mein Easter Egg sein und ich bin gleich tot? Alter. Das ist einfach nur krass. Das ist einfach nur krass, wie so ein Spiel es schafft, mich aus den Fugen zu reißen. Was ist denn das? Ah, Schrott. Was war denn das gerade? Ich höre doch was. Zweck.
Keine Ahnung, was war das für ein Geräusch? Könnte das ein Miauzen gewesen sein? Oder hat da nur was gequietscht? Ich weiß, das ist nicht gut, Lärm zu machen, aber ich probiere es einfach mal. Diese Geräusche, Mann. Ich sehe schon, komm, dieses Let's Play wird Jahre dauern. Weil ich mich aber nicht traue, schneller hin und her zu gehen. Das heißt zu. Oh, scheiße. Eine offene Tür. Halb zu. Das Klischee schlechthin. Ich will da nicht rein. Aber ich glaube, ich... Lüftungsschacht. Ich hasse Lüftungsschächte. Naja, aber scheint auch nichts drin zu sein. Aufgehen tut es jedenfalls nicht. Kuh muss doch irgendwo sein. Andauernd laufen hier Leute rum. Aber das Miauzen ist auch weg. Licht ist da oben angegangen, da müssen wir wohin. Leichen. Ich warne euch schon mal vor. Haltet euren Regler für eure Lautsprecher schon mal parat. Es wird gleich so peinlich werden für mich, dass ich schon wieder schreie. Es ist. Also, ich weiß nicht, ob ich schreie, aber es ist gut möglich. Leichen sind nie gut. Die haben sie auch einfach hier liegen lassen. Das da vorne muss der Ausgang sein. Das ist versiegelt. Okay, Faxe Marshalls. Looters will pay. Das ist nicht gut. Wenn das da oben rüber steht, will ich gar nicht wissen, was, wofür ich bestraft werde. Hier ein Jahr. 2100. Ah, guck an. Wir spielen im Jahre 2137. Ist auch gut zu wissen, wann Alien spielt. Ich bin jetzt nicht so Nerd, dass ich das wüsste. Ich dachte immer, es wäre noch weiter in der Zukunft. Zum Verstecken halten. Du Scheiße. Mein Freund, komm her.
musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Alter, das ist fies, Alter. Jemanden in einer Asservatenkammer einschlafen, wo die ganzen Leichen liegen. Das ist ja eigentlich hier. Also wenn das die provisorische Asservatenkammer ist. Nochmal speichern. Bitte, wie bitte warten? Man kann nur einmal speichern? Ach, du Scheiße, jetzt muss man das auch noch planen. So tropfender Kondenswasser runter. Nichts drin. Hier auch, jede Menge Kondenswasser. Wie lange geht denn das hier schon, dass sich so krass Kondenswasser sammelt? Dieses Geschleife von den Schuhen. Da liegt er. Ist er tot oder schläft er nur? Das ist ja ein geiler Würfel. Alter Hebel für eine Spielekonsole. Rein, in den scheiß Lüftungsschacht. Hab ich einen Bock da rein, ey. So laut, man kann irgendwie selbst hin. Ach du Scheiße. Ich sag mir, dass das Blut von der toten, von dem toten Mann oder der toten Frau ist. Ich kann hier nochmal umgucken, falls hier was liegt. Ah nee, stimmt, eine Asservatenkammer. Ach, bin ich blöd. Das ist doch wie bei der Polizei, klar. Ah, da werden doch Beweismittel gesammelt. Was ich meine, ist ja ein Krematorium. Mit den Leichen. Verzeiht. Das ist auch ein geiles Ding, Alter. Okay, das ist, ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Das war der Alkoholiker. Ich will eine Beschwerde erreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die scheiß Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie? So niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche. Scheiße.
das Scheißteil funktioniert nicht mal. Interessant, da kann man jetzt überall rein. Haben wir irgendwo anders jetzt schon diese Dinger gesehen? Diese Wagenheber? Türblockaden. Hier liegt auch nichts, nur wieder ein Sammelobjekt. Und Zahnpasta. Folgende Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ich bin gerade hier mal reingegangen, weil dieses Tutu-Geräusch kam. Der geht echt laut, Mann. Kann der nicht leise? Speichern. Ja, und das war wieder meine persönliche Dosis für heute, was mir auch ganz recht ist. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, dann wann das schaut. Und macht nochmal was Sinnvolles. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid von Alien Isolations. Also, haut rein. Ciao.